nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, ich bin gespannt, ob Wolterditz heute ein bisschen mehr zeigen kann. Wie gesagt, bei dem 16-2 hat er sich überhaupt nicht präsentieren können auf der T-Seite. Normalerweise diese starke Performance dann aus der T-Mitte. Aber jetzt haben sie, wie gesagt, den Vorteil, dass sie mal auf der T-Seite anfangen können. Jetzt muss FaZe den ersten Schritt machen und sich dann ein bisschen zeigen. So, wir starten direkt in die Partie. Alo hat sich Tech 9 legen lassen. Ist hier als erster raus mit der Rüstung dazu. Oh, da ist ein Headshot. Vielleicht hat er direkt einen rein. Und jetzt geht's raus ins Spot. Alo will natürlich nicht davon kommen lassen. Jetzt hat er den Spot weiter dicht gemacht. Valiant da oben ist auch schon entdeckt worden. Währenddessen Aizy und Kiyoshima aus dem Kistengang raus. Und die Piste sieht hervorragend aus. Für das Mixteam hier. Das europäische Mixteam von FaZe Clan. 1:0. Ganz deutliche Geschichte. Alo in der Mitte. Mehr oder weniger unbehelligt raus. Nach dem Headshot hat die Lücke niemand mehr zumachen können. Und dann kommt Kistengang raus. Macht halt Flash. So. Also, kleine technische Problemchen hier. Ja, Bombe liegt mittlerweile. Markolov kann da zwar nochmal den punktuellen Stich setzen gegen AZ. Aber Runde nicht in Gefahr. FaZe spielt das also sicher runter. Ja, man behält die MAC-10s da. JK und Rain. Ja, jetzt erst recht kann man die natürlich behalten. Jetzt, ja. Jetzt weiß man, dass Flipside nach dieser letzten Runde höchstwahrscheinlich keine Rüstungen und vor allem keine Helme mehr nachlegen kann. Das heißt, jetzt sind natürlich die SMGs gefragt, um hier ordentlich Geld zu farmen. AZ spielt sogar Piste, das finde ich schon ein bisschen sehr riskant. Alu hat 4000 drin, das könnte bedeuten, dass er dann direkt AWP spielt in der nächsten Runde. Die beiden sind gespottet, nicht ganz einfach die Situation für Rain hier. Hat nur noch LVP, muss jetzt natürlich erstmal darauf warten, dass seine Mates vielleicht noch ein bisschen mithelfen. Rain kann aber trotzdem World Elite noch mitnehmen und er versucht, die Richtung CT-Base durchzubrechen. Hat sie auf jeden Fall dort in Sicherheit gebracht. Jetzt natürlich Zeit für die anderen SMGs, ihn anzugreifen. Hallo. Boah. Ja, der hat gesessen auf jeden Fall. JK also mit einem wunderschönen Frag hier. Ja, jetzt ist es noch Waylander. Und der kriecht ja in der Mitte rum. Ja, verzögert dann nochmal das Unvermeidliche, aber kriegt nur die Pistole hier in die P250. Das war bestimmt nicht das, was er wollte. Macht aber trotzdem nochmal den Tracking J-Cam, aber dann ist Alu da zur Stelle. Und ich kann hier die Runde beenden. Ja, das hat natürlich nochmal massig Geld gegeben, gerade die Runde vor allem. World Edit da komplett ohne Granaten unterwegs. Kein Helm mit dabei. Ja, Blade pusht hier einfach mal vor und kann da direkt zwei mit rausnehmen. Und somit also hier die Überzahlsituation für Flipside. Das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich, Blade, er ist bekannt mit 12 AP, aber seine Mates. Shara auch noch mit dabei, World Edit kann dann noch Kiyoshima mit rausnehmen. Ja, und jetzt ist es nur J-Cam. Gegen vier Leute, und das ist natürlich besonders schwierig. Zumindest die Bombe, das ist schon mal ein kleiner Vorteil da. Ah, das Duell da hinten
relativ schwierig gegen World Edit. Ja, und ist natürlich bekannt und dann tuschen sie ihn um. Also da keine großen Probleme für Flipside diesmal. Sauber runtergespielt und guter Push vor allem von Blade, muss man sagen. Ja, oftmals habe ich das auch schon in einigen Begegnungen und auch bei Lineups gesehen, dass diese Position, die Blade da vorne gespielt hat gerade, dass die meistens essentiell ist, ob man die schnellen Ghosts des Gegners aufhalten kann. Also kriegt er es hin, da das richtige Maß an Aggression zu spielen und hier auch seine Position immer wieder zu verändern. Und diese Position hier ist einfach, das ist der Bereich, in dem sich die wichtigsten Duelle auch abspielen. Das ist auch das, wo Scream zum Beispiel so glänzt und weswegen G2 auch oftmals zu gut ist auf Train auf der CT-Seite. Weil Scream da einfach nicht so gut geht. Und das werden wir nachher gesehen. Wahrscheinlich auch sehen, dann bei FaZe, dass da das eine große Rolle spielt. Oh, die Runde fängt schon mal gut an für Flipside. Man hat ja direkt Kiyoshima rausgenommen am Anfang der Runde. Blade konnte ja nochmal zeigen, was er kann. Den Booster in der Mitte abgefangen. Und FaZe steht da noch weiter. Wir wollen da vielleicht nochmal erst den Pick setzen, bevor es dann losgehen soll auf irgendeinen Spot. Ein paar Infos sammeln, aber jetzt geht es dann langsam auch los. Da gehen sie ein bisschen weiter vor, wagen sich da jetzt raus. Aber bisher kann man da nicht wirklich... Nein, der steht direkt hinter Checkem. Was war das denn jetzt? Die beiden haben sich nicht gesehen gegenseitig. Oh Jacob nochmal mit dem schönen Headshot, bevor er abgeholt wird. Jetzt kommt World Elite. Jetzt kommt World Elite dazu und er muss unbedingt hier Land gewinnen. Bomb liegt noch nicht, 30 Sekunden Zeit. Um hier noch zu taktieren, aber die könnte vielleicht einfach dazu führen, dass man das Spiel verliert. Rain geht für den Reefwag rein. Schön gemacht. Gold wert, dieser Moment. Und jetzt ist World Elite gefragt. World Elite, starker Shot. Die AWP von Flipside. Er kann jetzt direkt seinen Wert beweisen. Versucht es ohne Zoom. Und der Schuss geht daneben, obwohl er halbwegs drauf war, aber da ist man natürlich dann vom Luck abhängig. 4 zu 1, das ist natürlich bitter, dass die Gegenrunde jetzt direkt flöten geht. Dadurch hat Flipside Geldprobleme bekommen. Das ist ja jetzt quasi das zweite Home-Team. Nachdem Navi ja schon rausgeflogen ist, sind das jetzt die zum Teil anderen Ukrainer, die versuchen... Die zum Teil anderen Ukrainer. Also die anderen zum Teil Ukrainer, so rum. Navi ist ja auch kein reines Ukraine-Team, ganz bestimmt nicht. Und genauso ist es bei Flipside auch. Da haben wir World Elite dabei, der ist Russisch. Und ja, was war das? Und Waylander, der ist halber Russe und Finne. Ja, den Push habe ich gerade nicht so ganz verstanden von World. Von Waylander war es. Muss ich sagen. Er ist da einfach wirklich durch die Smoke gegangen und geschlichen schon, was? Hat vielleicht einfach gehofft, dass er. Dass zufällig gerade keiner guckt. Man muss ja ein bisschen was riskieren in der ja, Piste. Ja, klar. War die reine Hoffnung, würde ich sagen. Als wenn ich über die A8 laufe, wenn mal kein Stau ist. Ja. Und hoffe, dass mich kein Auto erwischt. Genau. Wenn dir dein. Wenn dir in der Situation dein Leben nicht so viel bedeutet. Gut. Und auf der anderen Seite ein Hamburger liegt. Leckerer. Warum nicht? Probieren. Das kann man jetzt nicht ganz vergleichen. Wenn ja, die Intention ist schon die richtige. Also ich habe es schon verstanden. Das ist schon, ja. Es ist halt etwas Lohnenswertes eventuell auf der anderen Seite. Und es ist nicht wild, wenn er hier drauf geht. Er darf es halt probieren. Tja, also Waylander darf über die Autobahn laufen. Genau. Hat auf jeden Fall meine Erlaubnis. Yeah.
Ja, und aktuell. Sie lassen sich erstmal wieder viel Zeit. 45 Sekunden gleich noch auf der Uhr. Und die Bombe befindet sich immer noch im Aufbau in Richtung B. Da geht jetzt aber Popdog runter und jetzt hat man nur noch einen Spieler auf A. Also der Fake hat da funktioniert. World Edit der Einzige, der da noch richtig steht auf A. Die anderen schieben jetzt nach und nach wieder zurück, aber dann kommt die Reaktion zu spät. Auch hier von World Edit gerade geht er gar nicht erstmal in den Zoom rein. Wird da komplett überrascht, mehr oder weniger. Jetzt haben wir nur noch Shara und Makelov, die das Ganze hier versuchen könnten zu retaken, wenn sie denn wollen. Und Shara macht da den Anfang, nimmt da Jack Hammett raus. Dann ist man hier wieder in der etwas besseren Position. Das Problem ist allerdings, man hat halt kein Dev-Kit und ja, aufgrund dessen zieht man sich jetzt auch wieder zurück. Also keine großartige Chance hier was zu reißen für Flipside, vor allem in der Runde. Haben sich ein bisschen zu sehr ablenken lassen, gerade als da der leichte Fake in Richtung B gespielt wurde. Alle sind sie rübergeschoben oder fast alle. Face mit der nächsten Runde. Alu verliert da nochmal seine Waffe. Juckt ihn aber nicht allzu sehr. Jetzt kann er nämlich die Ave spielen. Ja, und ehrlich gesagt, jetzt ist auch, denke ich, die Frage nach dem... nach den T- und CT-Problemen geklärt. Komplett chancenloses Face hier auf der T-Seite, definitiv nicht. Und das ist das, was Flipside ja gestern hatte. Chancenlosigkeit. Also wenn es auch nur ansatzweise so aussieht wie gestern, dann wird es jetzt wahrscheinlich schon schwierig. Und wir sind ja erst 7 Runden hier in der Partie drin. Also mit Flipside, glaube ich, eine Menge gutes Timing und gutes Aiming brauchen. J-Cam, der Spray. Entspannte 24er Salve. Aber sein Recall trotzdem unter Kontrolle. J-Cam ist ein verdammt guter AK-Spieler. Also gibt kaum, normalerweise kaum jemanden, der die AK so gut unter Kontrolle hat. Face ist immer noch so ein kleines Mysterium für mich. Es ist eine Ansammlung unglaublich guter Einzelspieler. Das sind eigentlich alles Stars. Also jeder Einzelne für sich war mal in einem Team ein Starspieler. Alu jetzt, na gut, Alu hatte auch seine Zeit. Ich erinnere mal an die Zeit bei Mousebots. Da war er sicherlich auch der Star im Team. Und ja, irgendwie funktioniert das manchmal. Ich kann es schwer beschreiben, weil sie wirken einfach, oder tue ich ihnen jetzt mit Sicherheit ein bisschen unrecht, aber sie wirken nicht unbedingt wie ein richtiges Team. Aber sie sind einfach, haben einfach so dermaßen gute Einzelspieler, dass man manchmal das dadurch halt dann eben löst. Aber ich denke, sie haben in letzter Zeit auch viel dafür getan, dass man auch im Teamplay dann näher zusammenrückt. Weil so die letzten Matches, die ich von ihnen gesehen habe, da war auch einiges an taktischer Komponente dabei. Vor allem dann auf der T-Seite, wo man ja definitiv nicht einfach nur mal rummixen kann. Den zweiten kriegt er nicht. Also kein zweiter Frag hier für Waylander. Dafür J-Cam, der hier zumindest die Situation wieder ausgleichen kann. 4 gegen 4 also. Keine schlechte Variante, um hier weiter in die Runde zu starten. Und ich muss sagen, 7 zu 1 ist natürlich schon relativ eindeutig. Da hat Face sich einen guten Start erarbeitet. Jetzt gibt es den nächsten Frag hier auf B. Der Spot ist nicht ganz offen. Makelov ist noch da. Auch Blade pusht jetzt langsam von hinten nach. Also wenn sie da jetzt nicht schnell handeln, dann werden sie hier langsam eingekesselt. Ja, dann ist World Edit auch noch mit da. Ace macht zumindest den Weg für den A-Spot wieder frei. Und so schnell geht's dann. Und jetzt ist es nur noch Makelov. Und der muss vom B erstmal mit rüberkommen. Also da hat AZ wirklich sehr gut reagiert. Hat da zwei Bomben rausgehauen und schon ist man auf dem A-Spot drauf und die Bombe liegt. Ja, Flash und HE hat man da auch noch mit am Start. Und vor allem Makelov auch immer noch ohne Dev-Kit. Also ja, da können sie sich bei AZ bedanken, dass sie die Runde noch geholt haben.
wirklich stark gemacht gegen ihn. Verliert er zwar nochmal seine Waffe. Kommt er noch? Ah, doch, sollte weit genug weg sein. Locker. Ich vergesse immer, wie groß die Distanzen auf Trainer eigentlich sind. Dass man noch relativ weit übers offene Feld laufen kann. Ja, 8:1. Sieht schon ziemlich eindeutig hier aus für diese ersten Runden. Jetzt kann man nicht mal mehr von den ersten Runden reden. Das ist fast schon die erste Halbzeit durch. 9 Runden, beziehungsweise jetzt in der 10. Runde schon ins Match rein. Und ich befürchte, dass Flipside es hier ganz schwer haben wird. Alo spielt die klassische T-Mitte AWP. Das werden wir bei World Elite höchstwahrscheinlich dann auch sehen, wenn es denn dazu kommen sollte. Das ist ein bisschen die Frage. Aber FaZe verliert ja auch nicht die Nerven, obwohl es jetzt 8:1 steht. Sie pushen nicht irgendwie unnötig irgendwo rein. Sie gasen nicht einfach auf irgendeinen Spot mit drauf. Sie spielen das wirklich konzentriert runter. Und die Geduld hat sich ausgezahlt. Aber ja. Kommt hier mit dem First Strike an, setzt dann gegen Blade noch eine nach, weil er versucht hat, dieses auszunutzen, dass die AWP dort alleine steht. Dann hat es natürlich hier nicht große Erfolgschancen. Seinen Alu verschießt halt. Ganz schlecht. Und jetzt entsteht diese riesen Lücke. Sie konzentrieren sich auf die T-Mitte aus dem Kistengang. Räumt Drain ordentlich auf. Und Markloff steht dann plötzlich da. Also hier auf Drain zumindest, denke ich, lässt sich FaZe das wirklich nicht mehr annehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flipside jetzt hier plötzlich so eine gute T-Seite hinlegt. Und ja, ich frage mich, was mit 50 Frags World Elite passiert ist. Hat er hier auf Train in der E-League den, ich glaube es in der E-League war das, den Rekord aufgestellt. Ich glaube mit 48 Frags oder so gehabt. Hat er komplett auseinandergenommen. Aber FaZe ist einfach zu gut. Sie spielen einfach zu sauber und zu solide. Blade ist jetzt sogar noch eine Zeit lang AFK gewesen. Sie spielen einfach auch völlig konzentriert die Runden runter, du hast es genau gesagt. Lassen sich die Zeit, die sie brauchen, und machen keine großen Fehler, übertreiben es nicht. Also sie fangen wirklich nicht an, irgendwo sich so confident zu fühlen, dass sie sagen, komm, ich gehe jetzt rein, ich mache jetzt den Frag. Nein, sie machen es wirklich zusammen überlegt. Klar sind auch Einzelaktionen dabei, aber es ist wie gesagt nicht so, dass da einfach einer irgendwo vorgeht und auf gut Glück mal irgendwo reinhält oder sowas. Also das ist schon wirklich, steckt überall was dahinter. Und das sieht man einfach, ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also da muss ich jetzt mal wieder meckern. Ja? Warum gibt es eine Waffe, die nur einen einzigen Schuss hat und eine begrenzte Reichweite und dieser eine Schuss ist nicht tödlich, wenn er trifft? Es ist kompletter Quatsch. Er hat ihn mit dem Taser getroffen, 94 Damage, nur weil er gerade in der Reichweite hat. Warum hat dieses Teil eine Fall-Off-Distance? Das ist einfach nur unglaublich schlecht gedacht. So, Rant over. Ja, Treffer tot. Ja, so muss es sein. Genau so muss es sein. Wenn du eine Waffe hast, die nur einen Schuss hat, muss der eine Schuss tödlich sein, wenn er trifft. Ende. Das ist, Volvo, please fix. Ich denke auch nicht, dass es intended war. Die werden einfach den Damage von irgendeiner anderen Waffe genommen haben. Keine Ahnung was. Und werden den Damage dann einfach, werden einfach gesagt haben, hier ist Ende. Nach, keine Ahnung, 3 Metern oder 4 Metern hört das Ding aufzutreffen. Maximale Reichweite eingestellt. Und dann hat das Teil halt eine Fall-Off-Distance und macht nicht mehr 100. Ja, ärgerlich, aber andererseits ein Unterschied hätte jetzt auch nicht. Ja, gemacht. Aber ja. Aber ich verstehe dich, ja. Das ist, Und ich fand ehrlich gesagt den Taser auch eine ziemlich coole Sache, wo man, so als Eco-Waffe. Also, ich finde es auch schade, dass man den Kill-Bonus darunter gesetzt hat. Weil, also eine Zeit lang war das Ding ja, was hat es, 50 gekostet oder so, oder 100? Und hat halt. 150 meine ich.
Oder liege ich jetzt komplett daneben? Ich glaube, der hat eine Zeit lang wirklich nur 100 gekostet. Oder war auf jeden Fall ziemlich billig und hat, glaube ich, $600 oder sowas gegeben pro Kill. Und dann sind ja jetzt, dann sind ja direkt nach dem Update alle damit rumgelaufen. Jeder hat einen Taser irgendwie gekauft, gerade in Ecos und so. Aber war das nicht hier zum Geburtstag von CSGO, wo das Konfetti mit rauskam und all sowas? Kann unter Umständen sein. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der Preis nur deshalb runtergesetzt wurde, weil es halt so eine Art Konfettikanone war in dem Moment. Ne, sie wollten den Taser, glaube ich, schon auch einsetzbar machen. Ja, okay. Habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall haben sie, und dann haben sie, um das Ding zu nerven, haben sie den Preis wieder hochgesetzt ein Stück. Ich glaube, der kostet jetzt 150 oder 200, ne? 300, weißt du? Ich meine, wir gucken mal nach. Ich weiß es nicht, man kauft das Ding halt nie. und haben aber den Killbonus auch runtergesetzt. Das kann ich nicht verstehen. Ich finde gerade mit einem ordentlichen Killbonus wäre das cool. Ich würde sogar sagen, Taser $500-600 auf jeden Fall rein. Und dann lass ihn 200 kosten und dann hat man die Gelegenheit. Oh, das könnte für die erste Runde für Flipside werden, seit langer Zeit. Dann hat man die Gelegenheit, da so einen kleinen Gamble einzugehen. Man investiert Geld und wenn man den Kill damit bekommt, hat man Plus gemacht. Das sollte auf jeden Fall sein. $400 gemacht. Also zumindest. Ja, ich glaube, es muss mal geupdatet das ist werden. Nicht mehr. Ja, also Flipside, wenigstens noch eine zweite Runde. Aber ich meine. Er kostet $200, glaube ich. Letztendlich, ja. Ob die zweite Runde jetzt hier den Kohn auf Head macht, ich weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. Wenn die jetzt wenigstens das 5-0, also das 10-5 noch hinlegen können, dann lasse ich mit mir drüber reden. Aber selbst dann müsste FaZe eine schlechte CT-Halbzeit spielen und ich glaube, die haben sie nicht. Ich glaube, so wie wir es vorgestern gesehen haben. Und im Vergleich dazu, jetzt wie man auch auf der T-Seite schon anfängt, das wird für Flipside nicht mehr zu machen sein. Es sei denn, sie eskalieren gewaltig. Das sind $200, nur um nochmal den Leuten noch recht zu geben. Das ist wieder typisch Valve auch, ne? Ja. Das ist, sie buffen irgendwas, dass es alle spielen, weil es komplett okay ist. Und dann, um es irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, wird es halt an drei Ecken gleichzeitig genervt. Ja, da ist, fällt auch in diese Ecke der Revolver, wo wir uns eben in der Pause kurz drüber unterhalten haben. Als er rauskam, ich glaube, es hat ihn wirklich fast jeder gespielt. Und war einfach mega nervig, fand ich persönlich. Ja, und dann haben sie ihn ins Oblivion genervt. Okay, ja. Aber der Revolver ist ja von den Mechanics her überhaupt nicht zu balancen. Zumindest so, wie er momentan ist. Ja. Der Taser, denke ich, hätte aber wirklich seinen Wert als Eco-Waffe. Ich meine, manche Leute spielen ihn ja immer noch in der Eco und benutzen ihn, um halt einen Kill zu bekommen. Und ich finde, da könnte der Reward ein bisschen höher sein. Da könnte man sagen, okay, das ist halt ein Risk, den man eingeht, wenn man $200 noch extra ausgibt, anstatt eine Flash zu kaufen zum Beispiel. Und man kann ihn nur im Nahkampf einsetzen und dann muss er einfach mit einem Schuss killen, immer. Crazy. Kann er das noch holen? Walter Ditz, ja. Er hat ihn gesehen, geht ran an die Bombe. Das könnte man sogar überlegen, ob man es durchzieht, aber Easy, ganz souverän, zielt kurz rum und holt sich die Runde 11-2. Ja, und das sollte Flipside hier wirklich nochmal den Wind aus den Segeln genommen haben. Ja, wie gesagt. Den Reward für einen Kill, der könnte ein bisschen größer sein. Weil den einen Kill, der fühlt sich nicht so wahnsinnig gut an, dass das jetzt für jeden Sinn macht, den zu kaufen, den Taser. Das ist ganz situationsbedingt. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, warum nicht einfach sagen, Taser kriegt man standardmäßig dabei. Warum nicht einfach jedem am Anfang der Runde einen Taser geben? Und dann hat man ihn quasi so als Notlösung. Dann finde ich auch keine schlechte Idee eigentlich, ja. Tja, man kann ja mal drüber nachdenken. Lieber Game, wenn du gerade zuschaust, dann. Die haben genug andere Baustellen, an die sie sich mal ransetzen könnten. Ja, es gibt genug zu tun. Das ist wohl wahr. Jetzt gibt es nochmal Mitte raus. Mal gucken, ob FaZe vielleicht noch die 12. Runde mit einsacken kann. Dann wäre es natürlich so gut wie durch. Flipside hat World, der den zum Glück noch. Markelov kümmert sich um den dritten und damit Rain im 1 gegen 3 fällt. Und damit sind wir bei 11-3. Sagst du, was man mit dem Taser wallbangen kann? Naja, wie oft kommt das vor? Also, wie oft kommt es vor, dass man es schafft, irgendwo hinzuschießen, wo vielleicht der Fuß normalerweise rausguckt? So richtig wallbangen kann man ja nicht. Es muss halt eine Hitbox irgendwo zu sehen sein, die auch nicht zu sehen ist. Also
Das Einzige, was mich irritiert, ist, warum funktioniert das Gleiche nicht auch mit anderen Waffen? Oh, schöner Shot hier gerade vom Blade. Läuft er direkt in Rain rein. Oh, schön. Double Kill. Das wird jetzt schwierig für FaZe hier nochmal die letzte Runde zu holen. Der ersten Halbzeit. Alu kriegt er auch schon ordentlich einen ab. Nur noch 4 AP bei ihm, aber Kiyoshima kommt da auch nochmal mit zur Unterstützung. Also da ist man zu zweit jetzt da. Die HE, das war knapp, glaube ich. Ah, der Fuse ist angesetzt. Ja, und kurz vor Ende. Er geht einfach durch. Schafft Markel auf den Defuse. Schön gemacht. Ja, aber ich meine, 11 Runden, ganz ehrlich. Never ever. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Von mir aus, beweist mir das Gegenteil. Ich habe nichts dagegen. Macht es nochmal spannend. Gebt uns hier eine knappe Partie. Aber da muss Flipzeit wirklich zaubern, wenn das hier noch funktionieren soll. Was ist hier eigentlich mit dem Chat wieder los? Das war nur so eine Idee, die ich in den Raum geworfen habe. Und die Leute rasten direkt wieder aus. Hätte ich jetzt gesagt, jeder soll mit der Digi starten, wäre das was anderes gewesen. Aber ein Taser. Ja, irgendjemand hat eben geschrieben, am besten Taser und AK. Direkt am Start. Ein Taser ist sehr situationsbedingt. Das ist halt der Grund dahinter. Ja. Ich denke aber trotzdem, also ein Taser kaufbar mit ein bisschen mehr Kill Reward wäre schon lohnenswert. Dann würden die Ecos, beziehungsweise dann würden die Leute, die Ecos spielen, halt auch mehr einen Anreiz haben, den Taser in bestimmten Situationen zu kaufen und einzusetzen. Und dadurch könnte man einen kleinen das kleine bisschen interessant machen. Weil ich finde generell Taser, wenn den jemand kauft, auch immer interessant. Weil man dann darauf achtet, wie der Spieler versucht, den entsprechenden Nahkampf Nahkampf zu forcen und zu gucken, ich muss jetzt unbedingt dicht dranbleiben. Ich muss es jetzt einsetzen. Das ist schlimmer als eine Pumpgun. Ja. Und weil man halt auch gar keine Möglichkeit hat. Wenn er außer Range ist, kannst du nicht so. Mit der Mac 7 kann man halt einfach schießen und trotzdem hoffen und ein bisschen Schaden machen. Ja, vor allem, du hast halt nur diesen einen Schuss. Ist der weg? Ja. Dann war's das. Naja. Egal. Es gibt Wichtigeres als den Taser. Zum Beispiel die verdammte Tech 9 mal endlich zu nerven. Oder die Hitboxen oder Velocity im Jump. Die Hitboxen sind größtenteils in Ordnung. Mit Ausnahme dieses schönen, jetzt aufgeschlüsselten Bugs, wenn man da so eine halbe Drehung macht. Also eine kleine Drehung. Übrigens gab es den Bug habe ich auch schon vorhin schon gesagt, den Bug gab es in Source schon. Also man hatte erst 10 Jahre Zeit, den zu fixen. Ja. Die sollen verdammt nochmal, ich weiß nicht, ob es die Schmiede noch gibt, Hidden Path Entertainment wieder einstellen, die ihr verdammtes Spiel fixen. Das haben sie schon mal getan und es hat funktioniert bei Source. Jetzt macht das Ganze mit Go auch noch. Und lasst nicht irgendwelche Dota-Entwickler euer Spiel bearbeiten. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier zum CSGO-Bashing. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, wenn man mal so ein langsames Spiel vor der Nase hat, dann beschäftige ich mich mit anderen Dingen und also sowas muss halt auch mal gesagt werden, logisch. Ja. Klar. Sonst tut's ja keiner. Und wenn es keiner tut, dann müssen wir es halt machen. Ey, schreibt mal einen richtig offenen Brief an was, glaube ich. Das geht jetzt rauf auf den B-Spot. Flipside kommt aber auch nicht so wirklich voran. Haben da auch schon wieder alles an Spielern verloren. Shara, trotz 2 Kills, mit 33 AP noch. Und dann mit 12 zu 4. Also da wird FaZe wohl relativ schnell den Sack dicht machen, wenn das hier so weitergeht. Dasselbe gilt übrigens auch für den Leiter-Bug. Wenn man auf den Leiter springt, unten an die Leiter hüpft. Und das Spiel sich manchmal aufgrund der Movement Prediction nicht ganz entscheiden kann, ob man jetzt oben oder unten an die Leiter gekommen ist. Dann wird man manchmal wieder nach oben teleportiert. Wie gesagt. In 2004 in Source schon gesehen. Also ich sag's jetzt extra in Anführungsstrichen. 1.6 habe ich nicht so professionell, Anführungsstriche, ja, nochmal ganz kurz, gespielt wie CSS oder CSGO. Ja, also nicht richtig professionell, deswegen. gab es sowas in 1.6 auch schon mal? Ich meine, nee. Meines Wissens noch nicht. Oder? Soweit ich weiß nicht, ich habe es noch nie gesehen. Tja, gut. Vielleicht kennt ja jemand irgendwelche
game-entscheidenden Bugs noch in 1.6. Das würde mich jetzt mal interessieren, persönlich einfach. Die Community muss das Spiel fixen und dann hacken wir Valve und schleusen die gefixte Version ein, alles im Vor. Die Community hat das verdammte Spiel schon gefixt. Ich sage nur Sloth Squadrons Weapon Mod und 3Clicks Philip, der die ganzen Leitern gefixt hat und alle Treppen auf den Maps schon gefixt hat. Und was weiß ich was? Valve muss die Arbeit nicht mal selber machen. Die müssen sich einfach nur angucken, was die Leute gemacht haben, die Community für sie macht. Ah, schön von AZ. Was die Community macht und das Beste übernehmen und zusammentragen und implementieren. Mehr müssen sie eigentlich nicht mehr tun. Und ich glaube, die Community wäre liebend gerne bereit, da viel Arbeit und viel Zeit zu investieren. Wenn es auch nur irgendeine Chance geben würde, dass Valve auf mich hören würde, dann würde ich mir beibringen, wie man mappt, dann würde ich mir beibringen, wie man die ganzen Accuracy-Werte einfügt und ich würde dieses verdammte Spiel selber fixen, es Valve geben und das alles ohne auch nur einen Cent dafür zu verlangen, weil ich dieses verdammte Spiel so liebe und es einfach nur mich ankotzt, dass es so belastend ist. So, jetzt aber. Ich muss aufpassen, mein Herz. Mein Herz, Leute. Horster und die Ehekrise. Ja. Ja, aber das ist schon... ja, es ärgert schon. Muss man absolut sagen. Klar, natürlich. Gerade diese kleinen Clips, die jetzt im Nachhinein immer öfter mal auftauchen. Du stehst wirklich vor jemandem und gibst dem in den Kopf und er reagiert gar nicht erst. Ja, das ist was mich persönlich sehr ärgert immer. Jetzt, wir gucken erst auf die Runde. Wir kümmern uns mal wieder ein bisschen um das Spiel. Weil das ist ja mehr oder weniger die letzte Show für Flipside, aber was machen wir? Das kommt gar nicht mehr dazu. Ich hätte auch weiterreden können. Ja, hättest du eigentlich. Aber ich wollte wenigstens noch ein bisschen kommentieren. Ja komm, die letzte Runde machen wir doch nochmal ordentlich, oder? Ja, es läuft einfach nicht. Es bringt nichts. Was kommt jetzt noch? Eco im Anschluss. Also, gehen wirklich, also, ja, gut. Dass man hier nicht auf den Win geht, das kann ich verstehen. Man geht halt jetzt wirklich auf das Draw. Weil, klar werden sie jetzt nicht auf einmal alle Runden holen und komplett ausrasten danach. Aber man muss die Chance ja nutzen, denn